Ja, na, das war folgende Situation. Ich war ja nicht bei der Armee, weil in der Zeit die Armee, die Wehrpflicht ist ja, glaube ich, mit dem Mauerbau seinerzeit eingeführt worden. Und da hatte ich studiert und einige Studenten wurden dann erstmal nicht für genommen. Und ja, weiß auch nicht, wurde dann erstmal nicht gezogen, aber es bestand ja die Möglichkeit, dass man bis zum vollendeten 26., 27., 28. Lebensjahr, ich weiß es nicht mehr, noch gezogen werden konnte zum aktiven Wehrdienst, also 1,5 Jahre. Und eine solche Situation gab es dann im Institut, dass es dann hieß, also ich sollte zur Armee gehen. Und mit den ganzen Arbeitskollegen konnte man vollkommen Deutsch sprechen, aber man muss nicht irgendwie hinterm Mund vorhalten oder die Hand vom Mund vorhalten oder kuschen. Und da habe ich gesagt, also wenn ich nicht zur Armee gehen muss, dann gebe ich einen Kasten Sekt aus, und zwar russischen Sekt, da waren so 12 Flaschen drin statt 6 normalerweise. Naja, und so war es denn. Dann haben sie eben, dass ich nicht zur Armee musste, hatte aber folgenden Grund. Wir hatten einen Forschungsauftrag für die Armee, ein streichbares Fett herzustellen, was sowohl in der Sahara noch streichbar ist, als auch wenn man zufälligerweise am Nordpol kämpfen muss, am Südpol. Also im Prinzip eine Aufgabe, die ja gar nicht löslich ist, in so einem weiten Bereich Pflanzenfett herzustellen. Natürlich hat man sich auch gefragt, was soll das eigentlich, was wollen wir in der Sahara, also da, wo es sehr warm ist. Aber das ist eine andere Frage. Auftrag ist Auftrag. Und da hatte dann mein Chef eben das fertiggebracht, der vom Institutseite zuständig war, was zu veranlassen, dass das eben nicht möglich ist. Diesen Vertrag als besonders wichtig dargestellt, und ich würde da wichtige Zuarbeiten machen, weil ich die Gaschromatographie betrieben hatte, und da waren ja noch immer gaschromatographische Untersuchungen für notwendig, was die Fettsäurezusammensetzung anbetraf, weil die ja wieder für die Konsistenz des Fettes zuständig war. Und so bin ich dann davon gekommen. Und dann bekam ein, 2 Jahre später vielleicht das Institut den Auftrag, eine Kampfgruppentruppe zusammenzustellen, und zwar nur für die Verpflegung, weil wir nun aus der Branche kamen. Und da hatte dann der liebe Chef, also war der Wissenschaft, nee, nicht Wissenschaftler, für Wissenschaftsorganisationen, das so, wie es sicherlich jetzt immer noch so ist, so ausgediente Generäle oder ranghohe Offiziere, die werden dann irgendwie in mehr oder wichtige oder unwichtige Funktionen in der Wirtschaft oder in Verwaltung oder sowas eingesetzt, damit sie noch irgendwie ein vernünftiges Leben dahin leben können. Und so ein Typ war das auch, der eben ja, durch und durch ein Armist war, aber eben seine erste militärische Aufgabe vielleicht wieder wahrnehmen konnte, nur in so eine Truppe außen zu bilden. Und da hat er sich dann natürlich an mich erinnert und fing dann so in etwa an. Also, Sie können sich erinnern, als Sie zur Armee sollten, da habe ich ja mein Blut und weiß nicht alles gegeben, damit Sie da freikommen. Und nun müssen Sie mir aber auch mal einen Gefallen tun. Und wir müssen hier eine Kampfgruppentruppe aufbauen für die Verpflegungs einer Kompanie hier. Also 500 Mann waren das. Und da sollte ich doch mitmachen. Aber das hatte ich ja erstmal fürchterlich Schreck gekriegt und war mir eigentlich, na, war mir alles sehr suspekt. Meine Frau hatte seinerzeit in der Akademie für Staat und Recht hier in Babelsberg gearbeitet, nicht hier, sondern dort. Und die kamen da auch an alle möglichen Bücher ran, unter anderem auch an die Genfer Kriegskonvention, und die habe ich mir natürlich angeguckt und habe dann da mit der Genfer Kriegskonvention argumentiert, dass das ja eigentlich ja keine richtige militärische Einheit ist und das wäre wie Partisanen-Dingsbums. Ach, und dann war er immer fürchterlich unglücklich, dass er mir da erstmal nicht widersprechen konnte. Und er sagt, naja, wir werden uns dann wieder mal später unterhalten. Naja, so ging es dann hin und her. Und ich glaube, nach einem Jahr dann endlich, dann gab es eigentlich nichts mehr. Dann habe ich dann da ja gesagt, für 3 Jahre mich verpflichtet. Na, war fürchterlich. Und ja, man gewöhnt sich an alles. Und Was waren denn die Aufgaben dieser Betriebskampfgruppe? waren also alles aus unserem Institut, waren 7 oder 8 Mann. Und
Na, für die gesamte Kompanie, die aus 500 Leuten bestand, also 500schaften sozusagen, also weil also eine Versorgungseinheit, da war unsere integriert, da gehörte eine Munition dazu, Kraftfahrer und Tanken und naja, was so alles für die Versorgung zuständig ist und dann die Hundertschaften, die eigentlich kämpfen sollten oder ach so, Pioniertrupp gab es noch und naja, und die sollten eben die Heimat verteidigen, wenn mal ein westdeutscher Spion hier bei uns eindringt. Und so war ja immer dann auch der Auftrag. Und es war ja dann richtig mit Alarm, also war keine Ausbildung weiter, man musste bloß mal zur Schießübung. Und wenn Alarm war, dann ging das eben morgens um 3 Uhr los. Und da mussten wir dann eben wir wurden als Erste informiert oder alarmiert. Und da mussten wir ins Institut, da standen die Fahrzeuge. Und dann hatte jeder seine Aufgabe. Einer musste zum Fleischer fahren, der nächste zum Bäcker, der dritte im Knast die geschälten Kartoffeln abholen. So dass dann alles zusammen war, weil es ja dann um 10, 11 Uhr um Mittag geben musste. Und das war eben die Aufgabe, ich meine, was Unspektakuläres und Ungefährliches, aber trotzdem was Unschönes, wenn man da eben dieses ganze Militärische und diese Leute, die da rumsprangen, da waren ja meist immer noch welche dann von der Kreisleitung dabei oder von der Bezirksleitung, also die, sagen wir mal, die parteiliche oder die Hoheit über die ganze Kampfgruppe war ja eine Kampfgruppe der Arbeiterklasse, also letztendlich der SED. Und das waren immer sehr unangenehme Typen. Wichtig war, dass man immer Schnaps bei hatte, obwohl das Volk nichts saufen durfte, aber die Herren haben gesoffen, die haben an weiß gedeckten Tischen gespeist, was für einen Arbeiter- und Bauernstaat eigentlich unmöglich ist, aber die haben es gemacht und keiner hat was gesagt.